Es ist die 100-Millionen-Dollar-Frage für alle Stockpicker. Wie findet man die richtigen Aktien an der Börse? Und es könnte eine Lösung geben, nämlich das sogenannte 13F-Schnittmengen-Portfolio. Was es damit auf sich hat, weiß Benjamin Bente. Er ist Portfolio-Manager und Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. Schön, dass Sie bei uns auf dem Parkett sind. Ja, was macht denn die sogenannte 13F-Datenbank, das ist die Datenbank der US-Börsenaufsicht SEC, so spannend für Stockpicker? In diese Datenbank müssen alle 4.000 in den USA zugelassenen Asset Manager, egal ob sie noch Kundengelder annehmen oder vielleicht schon aufgrund ihres Erfolges für Neukunden geschlossen sind, müssen alle diese Asset Manager alle ihre Positionen offenlegen. Und das ermöglicht es, systematisch diejenigen zu finden, die unter all den Asset Managern in den USA wirklich erstens dauerhaft und zweitens aus der Breite ihrer Aktienideen, ihrer Stockpicks Alpha, sprich Outperformance generieren. Machen Sie es konkret. Welche Daten filtern Sie dort raus und wann treffen Sie eine Kauf- oder Verkaufentscheidung? Wir haben dort, wie gesagt, alle 4.000 gescreent. Diejenigen 60, weniger, mehr sind nicht übrig geblieben, identifiziert, die wirklich dieses nachhaltige Alpha generieren können. Und wir werden einmal im Quartal, wo die Daten veröffentlicht werden, die realen Positionsdaten dieser Manager und deren Zu- und Verkäufe in unserer hauseigenen Warte-Stockpicker-Datenbank aus und bekommen so die Ideen der besten Manager einmal im Quartal auf dem Silbertablett präsentiert. Wo spielt denn aktuell die Musik? Worauf setzen Sie? Auf welche Trends setzen Sie im Fonds? Ja, in dem letzten Jahr haben die Manager sich sehr frühzeitig in zwei Megatrends, die sehr sich ausgezahlt haben, positioniert. Zum einen in künstlicher Intelligenz, zum anderen in der Kernenergie. Aber was die Manager eigentlich besonders macht, ist, dass sie nicht nur diese Trends frühzeitig erkannt haben, sondern sogar noch innerhalb dieser Sektoren die Outperformer gefunden haben. Also wir hatten zum Beispiel im KI-Segment die Vertiv, die nochmal deutlich besser lief als der Sektorschnitt oder auch Nvidia, und im Kernenergiebereich zum Beispiel die Constellation Energy, wo das ähnlich war. Es ist aber wichtig, mir nochmal zu betonen, dass das kein reiner Megatrends-Ansatz ist. Inzwischen haben wir in diesen beiden Bereichen auch schon deutlich die Gewinne mitgenommen, sondern es ist zugleich auch ein Ansatz, der antizyklische Elemente hat, weil auch hier haben die Manager gute Ideen gehabt. Wir hatten ganz im Gegensatz zu diesen Megatrends auch Positionen zum Beispiel in General Electric oder in Teva Pharmaceuticals, was zwei tolle Turnaround-Stories sind, die beide schon mehr als 50% year-to-date auch zugelegt haben und damit auch deutlich den Markt geschlagen haben. Es ist also kein Megatrend-Portfolio-Produkt. Wichtig, dass wir das auch nochmal betonen. Und es geht ja auch nicht immer nur darum, die richtigen Werte zu haben. Es geht ja auch darum, den richtigen Mix, also die Portfoliostruktur richtig zusammenzusetzen. Wie machen Sie das jetzt mit diesem Schnittmengenportfolio? Also es ist ein rein quantitativer Ansatz. Wir haben zunächst mal als Ausgangssituation diese 60 Manager, die sich nachweislich bewiesen haben, dass sie Alpha-Stocks finden können. Und dann interessieren uns zwei Dinge. Zum einen die, wie wir es nennen, Konsensintensität und zum anderen die Überzeugung oder neudeutsch Conviction. Das heißt, wenn eine Aktie bei möglichst vielen der Manager auftaucht und dann idealerweise mit einer hohen Überzeugung, die wir an drei Kriterien messen, zum einen, wie hoch das Sie in Ihrem eigenen Fonds oder Portfolio die Aktie gewichten, zum zweiten, wie viel von der Marktkapitalisierung Sie halten und zum dritten, ob Sie Zukäufe aktuell machen am aktuellen Rand letzten Monate, Quartale. Das ist die Überzeugung und das beides zusammengenommen ergibt dann einen hohen Score, sodass sich die Aktie nicht nur für den Fonds bei uns qualifiziert, sondern auch noch hoch gewichtet wird. Also salopp gesagt, je mehr Manager, die nachweislich erwiesen haben, dass sie es können, auf diese Idee kommen und richtig mit Geld unterfüttern, dann rutscht sie bei uns hoch ins Gewicht im Fonds. Bring mich zu der Frage, gibt es das eigentlich nur in den USA oder haben wir was Analoges auch in Europa? Nein, das gibt es nur in den USA für alle in den USA zugelassenen Werte an der Börse. Das heißt, wenn europäische Werte dort gelistet sind, tauchen die auch auf. Die Regulierung bezieht sich halt einfach nur auf die US-Börsen. Die SEC möchte da mehr Transparenz haben über die Flows und über die, wer was wie hält. Und das gibt es so noch nirgendwo sonst auf der Welt. Ich möchte aber dazu sagen, da wir ja auch leider einen Megatrend der Regulierung haben weltweit, erwarten wir eher, dass die Europäer das früher oder später übernehmen werden, denn aus SEC-Sicht hat sich diese Regulierung bewährt. Und insofern denken wir, dass es durchaus auch in Zukunft vielleicht solche Daten in Europa geben wird. Wir wären dann
als einer der wenigen in der Asset-Management-Industrie mal Regulierungsprofiteur. Wäre ja auch ganz schön. Abschließend noch, also 13F-Datenbank haben wir uns gemerkt. Was macht dieses Modell für Stockpicker jetzt zu einem Modell der nächsten Generation? Ja, bisher ist es ja in der Regel so, dass die Fondsmanager antreten und sagen, wir haben einen einzigartigen Stockpicking-Ansatz und mit dem können wir den Markt schlagen. Das Problem ist, vielfach gelingt das ja dann nicht. Deswegen boomt ja auch so die ETF-Industrie. Und unsere Zahlen, ich hatte es Ihnen gesagt, bei uns sind am Ende 1,5% aller in den USA veröffentlichungspflichtigen Asset Manager übrig geblieben, die wir wirklich als qualitätsvoll erachten. Diese schier niedrige Zahl zeigt ja, es ist verdammt schwer und entsprechend ist es einfach unwahrscheinlich, dass man es selber schafft. Es ist aber viel wahrscheinlicher, dass man diese 60 Manager identifiziert und dann systematisch nach dem von uns eben skizzierten Ansatz diejenigen Werte kauft, die am besten finden bzw. deren besten Ideen aktuell sind. Und das ist aus unserer Sicht das Stockpicking der neuen Generation, weil es eben eine viel realistischere Chance bietet, wirklich Alpha zu machen und Outperformance zu generieren. Und da haben wir mal was richtig Neues hier dabei, denn ich glaube, so oder so ähnlich hat das noch niemand gehört im Interview. Hier herzlichen Dank, Herr Bente, und viel Erfolg mit diesem Modell weiterhin. Vielen Dank.